Ja, guten Morgen aus Da Nang, Vietnam. Ich werde heute mal ein zweites Mal zu dem Stausee fahren. Der hat es mir irgendwie angetan mit diesen einsamen Straßen dort, mit diesen weiten, großen, breiten Wegen. Da will ich noch mal langheizen. Und danach habe ich mir gedacht, fahre ich noch zu den Banner Hills. Das ist diese Touristenattraktion, wo man nur mit der Gondel hochkommt. Also meines Erachtens nur mit der Gondel. Da war ich ja in der ersten Woche schon mal oben, habe Sightseeing betrieben. Und da fahre ich heute mal hinter und zeige euch den Eingang. Ja, irgendwie fährt hier eh jeder, wie er will, also fahren wir auch so. Und dann zeige ich euch mal den Eingang dort und ein paar Bilder, als ich dort oben war. Es geht auf 1500 Meter hoch mit einer Gondel, was wohl eine der längsten Gondeln überhaupt sein soll. Kann ich zwar gar nicht glauben, aber irgendwo habe ich das gelesen. Genau, da geht es heute hin, zeige ich euch. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich irgendwie heil hier aus Da Nang rauskomme. Es ist kein Zuckerschlecken. Man muss immer wachsam und bremsbereit sein. It's not easy in Vietnam. Ja, gerade eben habe ich ein Kompliment bekommen für mein Fahrrad noch. Also nicht von den dreien auf Motorroller, die waren einfach nur freundlich und haben sich gefreut. Nee, da war jetzt gerade noch ein anderer Vietnamese, der fuhr so neben mir her mit seinem Roller und hat gemeint, ja, beautiful bike, nice bike und Daumen nach oben. Und habe ihm noch gesagt, dass das aus Deutschland kommt, auch wenn es italienisch klingt. Aber da fing ich jetzt nicht an noch zu erklären. Es wäre, glaube ich, ein unendliches Unterfangen geworden, aber er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Er ist dann abgebogen, ich bin weitergefahren. Ja, freundliche Menschen hier in Vietnam. Auch wenn sie fahren wie die Verrückten, aber sie sind freundlich. Mother, looking at me, tell me, what do you see? Yes, I lost my mind. Das ist jetzt mal hier so eine typische Wohngegend in Da Nang. So sieht es hier aus, wo die Menschen wohnen. Ja, die haben, also was mir auffällt, das sind sehr schmale Häuser hier immer. Die bauen die immer so, ja, sehr schmal. Ein bisschen so im englischen Stil. Guckt euch das mal hier an. Es geht hoch hinaus, aber breit ist es nicht. Das ist irgendwie so der Stil hier anscheinend. Hier, guckt euch das an. Finde ich aber nicht einmal so schlecht, es hat irgendwas. Und auch architektonisch schaut es gar nicht einmal so übel aus. Ja, das ist, wenn Komoot ein, ja, durch irgendwelche kleinen Straßen plant, dann kommt man hier mal durch und sieht auch mal solche Ecken hier. Jetzt sind wir wieder auf einer Hauptstraße, wo man wieder höllisch Obacht geben muss. 3, 2, 1, go! Und weiter geht's. So, ich bin jetzt schon um den See rum. Bilder habe ich jetzt keine gemacht, weil ich bin das Segment hier abgefahren. Das ist so ein langes Segment um den Stausee rum. Ich habe irgendwie so um die 17 Minuten gebraucht. Der Komm liegt, glaube ich, bei 14,5 oder so.
aber der war nicht das Ziel. Ich wollte einfach mal eine Viertelstunde lang Gas geben, so gut es ging. Naja, die Watt waren bescheiden. Aber mal schauen, wo wir landen. Vielleicht sind wir sogar Top 10, wenn überhaupt. Mal sehen, auf jeden Fall ist das jetzt der Weg zurück. Da kam ich her. Der See liegt hinter diesen Büschen. Zeige ich gleich nochmal. Und dann geht's links mal weg auf so eine schlecht ausgebaute Straße oder ein Weglein Richtung Banner Hills. Und dann gucken wir uns dort die Szenerie mal an. Hier nochmal die schönen Berge. Irgendwo hinter den Bäumen ist der See. Den sieht man jetzt dann eh nochmal, wenn wir jetzt hier hochfahren. Komoot soll ich jetzt hier lang. Okay. Hier wäre es wenigstens geteert oder betoniert. Aber hier ist ja Waldweg. Oh, shit. Ach Komoot. Ach nö. Ich versuche jetzt den anderen Weg hier. Der ist mal wesentlich sympathischer und irgendwie habe ich jetzt auch keine Karte mehr. Mal schauen, ob mich da irgendwo hinführt, wo ich hin will. Also ich fahre jetzt diese Route auch nicht und ich fahre nicht hier durch einen vietnamesischen Wald und Sumpf und Gott weiß was. Ich habe mir das jetzt angeguckt. Ich fahre hier die Hauptstraße wieder ein Stück zurück und dann rechts diese weiße Straße nach Hoa Ninh und dann die gelbe Richtung Südwesten und dann komme ich ja wieder auf die Originalroute, bevor ich jetzt hier irgendwo im Wald versumpf. Nee, das muss jetzt nicht sein. Ich habe genug Walderfahrungen mit Komoot in diversen Ländern. Es muss jetzt hier in Vietnam nicht auch noch sein. Da habe ich keine Lust drauf. Komoot sage ich schon hier. Der Wahoo, der hat mir jetzt noch eine andere Route geplant. Ich probiere die zuerst, weil da sind zumindest asphaltierte Wege und Häuser. Also es wohnen hier Menschen und nicht nur irgendwelche Tiere dann im Wald. Und vielleicht führt mich das dann wieder auf eine normale Straße. Das sieht doch schon mal vielversprechender aus wie da in diesem Wald im Morast. Da wieder einen gescheiten Weg unter den Rädern. Zivilisation. Wir sind immer noch auf der Umplanungsstrecke vom Wahoo. Geht dann irgendwo rechts rum und dann hoffentlich auf solchen Straßen weiter. Die 5 km/h wird sich hier wohl keiner halten. Wie soll das gehen? Das ist ja Schrittgeschwindigkeit. Auf jeden Fall nähern wir uns jetzt hier dem Eingang der Banner Hills. Hier sieht man schon wunderbar die Berge. Boah, das ist echt nervig, diese Speedbumps hier. Da rüttelst und schüttelst einen durch. Du. Dong, 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 dong. Ei, 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 ei.
So, und da vorne, da ist irgendwo der Parkplatz und der Eingang. Da geht es dann Richtung Gondel. Wir schleichen uns mal an. Hier müssen wir, glaube ich, links weg. Steht schon der Sheriff. Hallo. Das Witzige ist, wenn man hierher kommt, kann man gar nicht so ganz direkt vom Eingang hinfahren, sondern man muss hier parken und dann ist das so eine Art Shuttle-Bus. Also es ist kein Bus, es ist so ein längerer Caddy, wie man es vom Golfen her kennt. Da hocken dann irgendwie ein Dutzend Leute drin, immer so drei auf einer Bank, und dann wirst du hier vom Ende des Parkplatzes zum Eingang hinfahren. Das ist ungefähr 150 Meter oder so. Es ist ja nicht zumutbar, dass man da hinläuft. Nein, da muss man hingekarrt werden. Aber ja, so ist es hier. Ich dachte, Wunder was, wo man jetzt da hingefahren wird. Und dann waren das irgendwie so 10 Sekunden Fahrt. Dann waren wir schon am Eingang. Das Amazing Vietnam. Sagt der Kabo. Man kann hier übrigens auch so ein Abendticket, glaube ich, kaufen, wo man dann irgendwie so am Nachmittag herkommt und dann den Sonnenuntergang bestaunt von oben, sofern die Sicht frei ist. Aber heute schaut es ganz gut aus. Wenn ich da so nach oben gucke, da ist jetzt nichts irgendwie in Wolken gehüllt. Ah ja, da vorne ist das Teil, siehst du? Da fährt das Ding weg. Also hier warten dann die Leute, oder hier ist der Einstieg, weil hier ist das Ende vom Parkplatz. Und von hier ab wirst du dann hier die paar Meter nach vorne gekarrt. Das ist echt nicht weit, das ist ein totaler Witz. Na ja, gut, aber hast du hier ein paar so Übergewichtige und vielleicht noch einen Rollstuhlfahrer oder was auch immer, jemand, der schlecht zu Fuß ist. Er freut sich drum, aber hier ist schon der Eingang. Das ist echt nicht wahr. Es geht hier um den Kreisel rum. Und dann bist du da. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Da sind noch irgendwelche Häuser da hinten auch. Ich denke mal, das ist für die Bediensteten. Das ist irrsinnig viel Personal hier auch, was hier am Start ist. Wir schmuggeln uns einfach mal hier ein bisschen rein. Vielleicht sieht der Kapo das gar nicht. So, das ist der Eingang hier. Da kann man also die Tickets kaufen. Und ja, es gibt da verschiedene Preiskategorien. Man kann nur den Eintritt nehmen. Das sind ungefähr so, ich glaube, 33 Euro. Oder man hat dann irgendwelche Fahrgeschäfte noch mit dabei, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich habe die jetzt erstens mal gar nicht gesehen und zweitens weiß ich nicht, ob sich das rendiert. Hier ist der Eingang. Das kostet halt dann, keine Ahnung, 40 Euro oder 45, weiß es nicht. Aber im Endeffekt ist das ganze Teil da oben eine riesengroße Fressbude. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich steige mal ab hier, weil es reiht sich ein Restaurant an das nächste. Also ich habe nichts Großartiges gesehen, was jetzt den Eintritt rechtfertigt, außer die Gondelfahrt nach oben. Das war noch das Highlight, aber da oben, es sind nur Buden, wo man was zu essen kaufen kann, oder Restaurants zu überteuerten Preisen. Und du hast halt schöne Ausblicke, okay, und diese Golden Bridge da, die da auf dieser Steinhand gebaut ist. Das ist noch das Highlight, da muss man aber mit einer extra Gondel hinfahren. Die kostet aber nichts, das ist inklusive des normalen Eintritts. Und dann haben sie noch so ein Schloss, so eine Art Burg haben sie da aufgebaut. Aber wenn man da reingeht, da sind dann auch nur irgendwelche, ja, so Automaten oder so
ja, Spielmöglichkeiten, wo sie dich dann da irgendwie anlocken wollen und dass du da nochmal Geld ausgibst. Aber da ist so Besonderes ist da eigentlich nicht. Es ist so ein französisches Dorf nach oben. Das ist halt ja, sehr kitschig und touristisch aufgebaut. Und schaut halt aus wie, keine Ahnung, in Nizza und in Cannes und was da aus Paris. Und ja, halt alles so ein bisschen nachgebaut und kopiert. Irgendwas mit einer englischen Telefonzelle habe ich da noch gesehen. Und ja, so ist es. Geht auf 1487 Meter hoch. Und dann steigt man oben aus und dann ist man im Getümmel. Inmitten der tausenden asiatischen Touristen und was weiß ich alles, was sich da rumtreibt. Ja, so schaut es hier aus. Also wer hier mal herkommt und Interesse hat, der kann das gerne mal machen. Ich habe es einmal gemacht, das reicht. Ach, da oben sieht man vielleicht ein Bild. Ah, ja, da sieht man ein Bild von dem Schloss auch, was sie da gebaut haben. Ja, genau, so sieht es aus. Ich blende eh ein paar Bilder ein, dann könnt ihr das mal sehen. Aber so schaut es dann oben aus, auf 1500 Meter. Da kann man dann da rumlaufen und sich diese Comicwelt angucken. Ja, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich komme ja auch nicht rein ohne Eintrittskarte, aber dafür habe ich ja die Bilder eingeblendet, als ich schon drin war. Man muss auch ewig lang gehen erstmal, bis man zur Gondel kommt. Also da geht man über 5, 6 Rolltreppen erstmal und denkt sich jedes Mal, na jetzt ist es aber soweit und dann lässt du nochmal einen Gang entlang führen, da geht nochmal eine Rolltreppe hoch, bis du da endlich mal zur Gondel kommst. Das ist schon ewiger Marsch. Und dann, ja, dann bist du so eine Viertelstunde lang ungefähr in der Gondel und steigst du dann oben aus und dann, ja, dann guckst du dir das Zeug halt an. Ja, also ich hab's gesehen, ich muss kein zweites Mal rein, es war mal ganz lustig zu sehen. Was ich jetzt sehen will, ist zu Hause in Da Nang einen Teller Essen und vorher noch eine Dusche. Hier sind übrigens diese Häuser, die ich angesprochen habe. Ich denke mal, da wohnt das Personal. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wer da wohnen sollte. So direkt neben dem Park. Sieht echt, also da sind ja, wie gesagt, ein Haufen Leute, die da arbeiten. Also die müssen ja hier irgendwo vielleicht da untergebracht werden, weil wir werden nicht alle aus Da Nang sein. Schöne Ausblicke hat man hier auf die Natur. Und von daher, ja, denke ich mal, ist das für die Bediensteten gedacht. Wie gesagt, für mich geht es wieder zurück jetzt nach Da Nang. Ich schiebe mir was hinter die Kiemen und ruhe mich aus für die nächste Tour, die hier wieder in Da Nang, Vietnam stattfinden wird. Wahrscheinlich wieder mit euch. Mal gucken, wo es noch hingeht. Lange habe ich es nicht mehr hier. Ein paar Tage noch, dann geht es wieder zurück ins kalte Deutschland. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Like das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.